Schnapp mit der Hagel. Layer ist auf 4 und ich. Und du. Wir gucken alle zu. Haha, das hat sich gerimt. Ich bin der beste Rapper Deutschlands, Digga. So, gehen wir mal weiter. Auf ins letzte Kapitel. Und ich bin gespannt, wie das Ganze endet. Definitiv hat er eine ordentliche Macke, der Kleine. We are running out of apples. Wir haben keine Äpfel mehr. Eindeutig haben wir keine Äpfel mehr. Sieht man doch. So. Nee, da war nix. Gut. Hat sich so angehört, als wäre da was. Ein Zettel. Hoppala. Es war einmal ein Mann voller Passion. Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Fashion. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Obsession. Alter Schwede, ist das gruselig. Und es malt sich selbst. Abgefahren. Einfach nur schön. Ich finde, das Spiel hat einen wirklich künstlerischen Gehalt, den wenige Spiele haben. Kann ich eigentlich auch wieder zurück? Nö. Das Spiel schließt ab. Das Bild sagt mir wie gar nichts. Hat ein bisschen was von Molten Core. Haha. Ih. Ein hässliches Bild. Was soll das darstellen? Alles klar. Alles klar. Oh, was zur Hölle? Old Sweden. Wow. Ah, ja, ein schöner Ton. Ein richtig schöner Tinnitus. Lass mich mal hier raus. Bitte. Ja, danke schön. Ich gehe jetzt. Alter Schweden. Völlig abgefahren, dieses Spiel. Elfriede! Nein! Nein, 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 nein. Ich renne mal zurück. So, Elfriede. Hier kannst du mir ja nicht. Ich gehe mal wieder hier raus. Was passiert denn? Ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich doch durch die Tür gehe. Okay. Was wäre denn passiert, wenn ich Elfriede entgegengelaufen wäre? Ist mir egal, ich will's nicht wissen. Wahrscheinlich wären wir dann im Bett gelandet. Wie immer. Immer wenn ich eine Frau im Flur treffe, zack. Ringeschoben, den Lümmel. Okay, da lang. Ich weiß, was jetzt kommt. Jumpscare! Jumpscare! Oder auch nicht. Kann man hier raus? Der Regen sieht ein bisschen strange aus, aber okay. Ui! Oh. Nein, 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 ich gehe da jetzt nicht hin. Ich gehe da jetzt nicht hin. Nicht. Was zur Hölle? Bunt. Kommt sie jetzt? Jumpscare? Jumpscare out of hell? Nee. Okay. Das Bild hat was. Ich höre sie schon wieder heulen. Die kleine Maus. Moment, warte mal. Okay. Hui! Man sieht schon wieder. Oh oh. Ich krieg's ein bisschen mit der Panik. WTF, ich. Ich. Wo, wie rum sind wir denn? Ah, okay. Geradeaus. Alter, ist das gruselig. Lasse diese Geräusche bitte. Oh ne, Keller. Genau. Keller sind doch mit mein liebstes Ding. Ich liebe Keller. Ich sitze den ganzen Tag in einem. Einfach weil ich mir. Was ist denn hier los, ey? Dieses Spiel. Wer hat denn sowas in seinem Haus? Welcher abgefuckte Geisteskranke. Zuppeln wir mal an dem Ding hier. Ach, komm schon. Drehen, oh. Drehen, 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 drehen. Habe ich da eine Frau? Bin ich ein Geisteskranker, der eine Frau im Keller hat? Juhu! Komm, wir drehen die Frau hoch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Entschuldigung, das war mein Magen.
Schon lange nichts mehr gegessen. Was ist denn das? Oh, diese Geräusche, Leute. Ich krieg's hier voll mit der Angst. Das war's. Wir haben einen Haufen Bilder hochgeholt. Alles klar. Das hat sich ja jetzt voll gelohnt. Wofür auch immer. Ich glaube, ich habe da bestimmt was verpasst, aber... Ich wollte mir jetzt nicht leere Bilder angucken. Iiii. Kannst du überhaupt noch malen? Ja, Strichmännchen. Oh, ein Ouija-Brett! Yes, no? Yes. No. Hammele Hugel! JH von... Ach du Scheiße, ich muss da irgendwas eintragen. Jonathan? Der fünfte, warte mal. Ist hier eine Tür? Flitsche, Flatsche. Ist hier eine Tür? Nee, okay. Alles zu. Ah, die geht auf. Das Ouija-Brett hat jetzt irgendwie für mich keine Bedeutung gehabt. Ich wusste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. I am the Painter. Ich habe bestimmt irgendwas Wichtiges verpasst. November, ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Hm. Tür? Hm, merkwürdig. Der Gang kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Gruselig. Geht's da weiter? Nee, geht's nicht. Was ist denn los, ey? Hier war doch nichts. Oh, krieg schon wieder Gänsehaut von der ganzen Scheiße hier. Hallo? Darling? Oh, schön. Rollstuhl. Mit einer Lampe drauf. Oh, das ist schön. So hätte mir das Anwesen auch gefallen. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich weiß, was gleich passiert. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es mir denken. Irgendwie fällt alles zusammen und wir sind wieder in einer hässlichen Stadt. Oder auch nicht. Es war einfach nur ein schöner Gang. Alles klar. So, mittendrin auf einmal die Melancholie der Schönheit. Die Schönheit der Melancholie? Ich will das lesen. Ungeziefer wuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank, oh Gott, die Geräusche. Ja, die Geräusche sind echt nicht schön. Ein Messer. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh God, no. No, 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 what have you done? No! Gefahrener Spinner, ey. Gut, hier ist nur Crap. Widerliche Badewanne. Krempel ohne... Machst du wohl die Tür auf? Krempel ohne Bedeutung? Okay. Wir sind eingesperrt. Ich glaube, ich muss jetzt fast zum Überlaufen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist nämlich schon nass. Nur, dass ich mich nicht im Wasser spiegel, aber im Spiegel schon. Hier passiert aber nichts. Kann ich mir die Hände waschen? Hm. Ah, ich setze mich in die Badewanne oder was? Was zur Hölle? Okay, nochmal. Gedrückt halten. Mensch, Lune! Lol. Mary! Was machst du da hinten? Warum bist du unter Wasser? Verrückt.
Okay, nochmal. Auf ins Unterwasserabenteuer. Hä? Was hat der eigentlich für ein Problem, den Typen, den wir spielen? Ich hatte noch nie eine Geisteskrankheit. Ich weiß nicht, wie sowas ist. Ist das so, wenn man eine Geisteskrankheit hat? Hat man dann so verschrobene Gedanken? Ich weiß es nicht. Noch geht's mir gut. Nach dem Spiel vielleicht nicht mehr. Alter Schwede, Puppen! Juhu! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schöne Musik. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, Leute. Deswegen ist meine Kommentierweise auch den Part über ein bisschen meh. Auch den letzten Part. Das ist alles so. Ich kann es nicht beschreiben. Irrwitzig, wahnsinnig, verschroben. Auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Was haben wir denn da jetzt? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ich sag doch, Wundwasser von Eisregen, ey. Unser letztes Teil. Wir haben das letzte. Hallo, ich wollte das Spiel beenden! Nein! Warum lässt du mich nicht gehen, Spiel? Muss ich hier irgendwas aufheben? Das ist so ein Damespiel, oder? Da ist ein Weißer. Der leuchtet so schön, oder ist er einfach... Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Habe ich hier Türen? Man erkennt halt auch so wenig. Ach, hier ist was. Was auch immer das war. Hm. Ah, noch eins. Hier liegen überall so eine komischen Chips rum von diesem Spiel. Königinnen, Mühlen, Damen. Das hätte ich eine Ahnung. Wow! Faszinierend. Was man mit Unity so alles hinkriegt. Das sieht mir auch interessant aus. Ich bin gerade noch etwas perplex. Je nachdem, von welchem Winkel ich stehe. Das Bild ist weg. Was? Hilfe! Darf ich jetzt gehen? Spiel? Was willst du denn, was ich mache? Ich verstehe dich nicht. Hä? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh nö, nicht schon wieder das Kinderzimmer. Eine Riesenratte. Geil. Okay, da ist nichts drin. Ich krieg gerade ein bisschen mit der Angst. Ich weiß nicht, was auf mich wartet, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade einfach Schiss habe, mich zu erschrecken. Hässliche Bilder. Was war das? Ich erkenne immer so wenig von dem, was hier rumliegt. Oh, nee. Hier irgendwas mit diesen hässlichen Puppen machen.
Was wollen ihr von mir? Ey, ich bin völlig überlastet in meinem Hirn. Ich... Das Lied schon wieder. Ta-da-ta-da. Okay. Utensilien? Musikinstrumente? Alter, wie das da rausquillt! Als gäbe es einen endlichen Vorrat! Völlig krank. Bluff! Jawollo! Da liegt was. Ach, diese Chips schon wieder. Spielmarken. Ich hab keine Ahnung, warum ich die jetzt sammeln muss. Das Spiel... Ui! Wow! Ein hübsches Bild. Ja, wir haben's doch gleich. Der Raum ist offen. Immer wieder eine Ecke mehr, oder was? Einfach immer im Kreis laufen. Falsche Richtung wahrscheinlich. Ist doch einfach wieder so in die Richtung, wie ich es vorhin gemacht habe. Bis sich das Bild verändert, jawohl. Und damit... Ach, da spielt irgendwas. Hui, und das geht schon wieder kaputt. So, wo müssen wir jetzt hin? Haha, hier geht's lang. Ein Badezimmer, das ist doch gemütlich. Erstmal Deckel zu, Mensch, ey. Keine Anstand, runterspülen. Ah. Da ist der Spielchip. Zerkratztes Bild, alles Schnieke. Gehen wir mal nach oben. Das will ich mir jetzt mal genauer ansehen. Bobby will spielen. Aber hier ist soweit, ich sehe doch noch ein Spielchip. Nichts, wollte ich gerade sagen, aber... Hier liegt genug rum. Alter Schwede. Was zur Hölle, ey. Völlig irrwitzig. Aber geil gemacht, definitiv. Eins der ideenreichsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe, Mann. Das hat mich gerade ein bisschen überfordert, weil es passiert gerade nichts, außer dass irgendwelche lustigen Sachen passieren. Also es passiert schon was, aber nicht das, was ich erwarten würde. Unsere Küche. Hier waren wir ja eine Weile schon. Am Anfang des Spiels. Die war sehr schön. Da ist das Ding. Sonst noch irgendwo? Da ist noch einer. Okay. Wow! Alter Schwede. Gib mir den! Ich will den! Ich muss vielleicht irgendwas da drin machen. Ist aber auch nirgendwo was drin. Also zumindest nichts, was mir jetzt irgendwas bringen könnte. Hä? Ich bin überfordert. Muss ich einen Ausgleich finden? Gib mir jetzt das Ding! Jetzt muss ich ihn irgendwie von schräg aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Lass mich doch einfach mal das Ding nehmen. Ich will damit spielen. Blödes Kind. Stomping all around. Ich würde aber sagen, ich beende den Part jetzt hier. Es ist mir eine Ehre gewesen, für euch verwirrt zu sein. Ich hoffe, euch langweilt es gerade nicht zu sehr, meine Verwirrtheit. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part, liebe Leute. Auf dann auf wieder. Tschüss, Kowski, blablabla.